nochmal zu den Value Convertern und MVVM. Und zwar gibt es ja den Value Converter wunderbar, um entsprechende Sachen anzuzeigen. Also Anzeigen aber schön hat es letztes Mal geheißen. Und Carsten hat mir diesmal ein Beispiel zur Verfügung gestellt. Da geht es um die Zeitdifferenz, die ich anzeigen möchte. Vielleicht auch mit einem Value Converter etwas schöner etc. Wie auch immer. Auf jeden Fall aber mit mehreren Parametern, die der Value Converter braucht. Nicht nur einen Parameter, sondern mehrere. Und wie man die vielleicht sogar bindbar macht, also bindable macht. Also das werden wir uns anschauen. Value Converters Deep Dive, wenn man so will. Also wenn es interessiert, dranbleiben und schaut euch vielleicht vorher noch das letzte Video an zu den Value Convertern. Und danke, Carsten. Also sehen wir uns mal an, was das Ding kann oder soll. Ich starte die Applikation einfach mal an. Und geben tut eben ein Window, ein Delegate-Command, wie immer, ein View-Model für dieses Window und eben den Timespan-Converter. So, wenn er sich dann auch mal entscheidet, dass er kommt, dann ist hier eine kleine feine App und ich habe hier ein Datum entsprechend zum Auswählen. Und dementsprechend ändert sich hier herunten diese Zeitdifferenz, die hier dargestellt wird. Und jetzt hätte ich gern vielleicht das Format einstellbar und ich hätte gern vielleicht noch ein paar andere Sachen damit gemacht. So, wie ist es gebaut? Hier haben wir einfach nur einen Datepicker. Das binden wir auf die Starttime. Natürlich haben wir hier unser ViewModel. Ich mache es ein bisschen größer. Also den Datepicker, denn das Selected Date, das binden wir auf die Starttime bzw. auf die Endtime, das sind zwei Eigenschaften vom MainViewModel. Wir haben hier den Timespan-Converter. Dieser Konverter ist hier eingebunden über den XML-Namespace mit dem Kürzel VC. Das ist ein .NET-Namespace und zwar Timespan-Converter, Value-Converters. Ja, also Timespan-Converter, Value-Converters und darin ist dann diese entsprechende Klasse, also dieser Konverter. Der ist dann hier mit dem Key Timespan-Converter festgelegt und hier gibt es dann noch zwei Eigenschaften, die wir uns anschauen werden. Und schlussendlich haben wir eine Textbox, wo eben dieses Start-End-Span drinsteht und diesen Static Resource, diesen Timespan-Value-Converter verwendet. Der Mode ist One-Way, also nur vom View-Model rein in die View und nicht umgekehrt. So, wie schaut das ViewModel aus? Der ViewModel hat natürlich hier unser Property Changed Event hat im Start, im Konstrukt etwas gegeben, hat hier die Starttime, normalen Getter, im Setter wird der Value gesetzt und dann wird eben das Property Changed aufgerufen und zwar einmal mit Starttime und einmal mit Start End Span. Natürlich muss das auch aufgerufen werden mit dem zweiten Eigenschaft, da sich ja auch diese Differenz ändert, wenn sich die Startzeit ändert, logischerweise. So, mal ein bisschen Platz gemacht hier. Gut, gleiches für Endtime und hier gibt es eben dieses Start-End-Span. Also, wenn sich die Starttime ändert, wird auch das Property Change für diese Eigenschaft geworfen und natürlich auch für die Endtime und gleiches für die Starttime. Also, das MainView-Model sehr unspektakulär. Ja, also das ist alles drin, was wir brauchen. Gut, dann geht's zum Value Converter. Also jetzt wollen wir mal schauen, wie können wir mit den beiden Eigenschaften umgehen, die dieser Value Converter gerne hätte. Also der Value Converter hat hier ist eine Klasse, der iValue Converter implementiert. Also dieses Interface erlaubt uns, dass der Value Converter ein Value Converter ist. So, der Value Converter soll ein Span-Format haben und soll einen Span-Format-String haben. Also Span-Format ist, wie viele Tage haben wir eigentlich und das Span-Format-String ist dann sozusagen auf wie viele Kommastellen oder so soll das dargestellt werden. Also das ist, was im ToString sozusagen hinten reinkommt und das ist ein Wert der Enums haben wir Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden. So, jetzt gibt es zwei Methoden beim Value Converter, das kennen wir schon. Es gibt einmal das Convert und einmal das Convert Back. Und in dem Fall geht er her, nimmt diesen Wert, wird auf Timespan umgewandelt, sprich auf den Datentyp, weil das ist ja ein Timespan,
Und wenn es der Min Value ist, dann gibt er einfach den Empty Value zurück. Und ansonsten, je nach im Switch Case sozusagen, je nach eingestelltem Format, gibt er den Wert in Stunden, Minuten oder Sekunden zurück. Wunderbar. So, bei Convert Back ja, gibt er ein entsprechendes Timespan zurück, je nachdem, in welchem Format dieser Wert gekommen ist. Also einmal zurückpassen. Auch das ist eigentlich jetzt nicht so die große Hexerei. Nur, wie wir jetzt mit den zwei Werten konkret umgehen, wie wir die binden können, das ist ja das, worum es jetzt gehen soll. Als erstes würde ich mal gerne dieses Element hier ein bisschen umschreiben. Ich würde eine Option mal versuchen wollen, in der wir eine neue Klasse verwenden. Und zwar eine neue Klasse für die Parameter. Eine Klasse, die einfach alle Parameter beinhaltet, die wir brauchen. Also Timespan Converter Parameters. Und diese Klasse bekommt jetzt mal diese zwei Eigenschaften hier. Und wenn wir diese Klasse haben und diese zwei Eigenschaften haben, einmal kurz kompiliert mit STRG SHIFT B, dann können wir uns ja ähnlich wie den Value Converter, wo wir ein Objekt hier erzeugt haben, können wir jetzt ja sagen, okay, ich hätte gern ein VC Timespan Converter Parameters Params Timespan Converter Parameters. So, und ich gebe mal hier die Werte an. Ich gebe mal diese Parameter hier an als Eigenschaft. Sage hier Hours. Mache hier mal vollständige Stunden. So, und jetzt habe ich ja hier ein Objekt und ich kann ja jetzt hier eigentlich auch konfigurieren und ich könnte ja auch hier, wenn ich hier diesen Konverter konfiguriere, im Binding gebe ich beim Konverter eben diesen Parameter an. Also ich habe hier den Konverter und ich sage hier Konverter Parameter und auch das ist eine Static Resource und ich gebe hier die Parameter an. So, Modus One Way. Mal schauen, was er macht. Ah, er macht noch gar nichts. Ich verwende es ja nicht. So. So, jetzt hat er Schluck auf. Stopp. Timespan-Konverter. Also, ich ignoriere mal die zwei. Sag hier die Parameter, die hier reinkommen. Die ignorieren wir auch. Und wir sagen jetzt, wir haben einen Timespan Converter Parameters. Parameters ist gleich Parameter as diesen da. Und sollte das Ergebnis null sein, dann machen wir irgendeinen Default Value mit Span Format ist gleich 0.0 und mit der String natürlich ist 0.0. Das Format ist natürlich das entsprechende Enum in, was weiß ich, Minutes. Minutes. So, und jetzt verwende ich eben hier nicht das, sondern Parameter.Format und hier entsprechend diese Parameter und den Format String. So, gleiches natürlich hier unten. Auch hier die gleichen Optionen sozusagen. Schwuppdiwuppdiwupp. Hier wäre natürlich besser, eine Methode zu machen, vor allem mit den Standardwerten. Die sind ja doch ja, hier einfach zweimal fixe Konstanten reingeschrieben. Ist kein schöner Stil, das sollte man so nicht unbedingt machen. Ja, prima. So. Einmal anstarten und mal schauen, was passiert. Funktioniert diese Idee, dass wir einfach den Value Converter nehmen, wie gedacht, und wir haben hier Parameter, die wir wissen und im letzten Video auch hatten,
bei dem wir einen Wert setzen können und in denen das ein Object ist, kann ich ja auch etwas Komplexeres verwenden. Also, ich habe hier diesen und jenen, ich habe hier das, 48, ich habe hier offensichtlich Stunden angegeben. Und was haben wir hier? Hier haben wir Hours. Wunderbar. Was ist, wenn ich jetzt hier nicht Hours habe, sondern ich nehme hier Days und ich drücke wieder auf Start, dann müssen jetzt eigentlich andere Werte kommen. Jetzt ist noch die Frage, kann ich aus dieser Static Resource, ja, wir sehen hier ist der Wert 1, ja, und wenn ich hier was ändere, dann habe ich auch hier die entsprechende UI. Wunderbar. Die Frage ist, kann ich diese Days hier und diesen Format String eigentlich jetzt auch unter Anführungszeichen variabel machen, bindbar machen, dass ich zum Beispiel diesen Format hier aus der Combo-Box auswählen kann und wenn ich die aus der Combo-Box ausgewählt habe, dass er mir hier dann entsprechend dieses Format aktualisiert. Beziehungsweise, wenn es so nicht geht, welche Möglichkeiten gibt es? Binden wir als erstes mal die Combo-Box auf die entsprechenden Enum-Werte. Also hier ist die Combo-Box, dann brauchen wir natürlich im ViewModel etwas, indem wir uns unsere Enum-Werte ja, speichern lassen. Also wir brauchen wieder so eine nette, klassische Property Changed. Private. Wie heißt unser Enum nochmal? Span-Format. Format. Ist die Variable klein natürlich. So. Und einen Default-Value bekommt sie noch. Whoops. Bum, 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 bum. Days. Aus. Okay, egal. So, public, span-Format, Format, get, Fächern, Format, public geht natürlich nicht. So, Format, set, if, Format ungleich Value, Format gleich Value. Ups, Value und this Punkt, property changed, Fragezeichenpunkt, invoke, this on new property changed event tags name of format. Top, 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 top. So, also jetzt haben wir unser Format, unser Property. Dieses wollen wir binden auf diese Combo Box. So, auf diese Combo Box. Und also haben wir hier eine Eigenschaft, die heißt. Eine Eigenschaft, da brauchen wir zuerst natürlich noch die Item Source. Also Selected Item ist gleich Binding und das Format, das passt. Und jetzt brauchen wir noch die Item Source, also welche Werte soll die Combo Box überhaupt haben und zulassen. Machen wir uns, was machen wir? Wir machen eine Resource und zwar eine Object Data Provider. Diesen Object Data Provider, weil es ja ein Enum ist, da gibt es ein Get Values. Und Object Type wäre jetzt X-Type und da haben wir wie heißt es? Span-Format müsste sein. So, dann haben wir nicht den Object-Type, brauchen wir noch irgendwie so einen Key, damit wir das ansprechen können. Das brauchen wir bei den Ressourcen ja immer. X-Key, Enum-Values, Enum-Values. Und was brauchen wir noch? Dieser Object Data Provider braucht noch irgendwie so eine Methode oder noch Parameter. Object Method Parameters und die geben wir an den X-Type, Type-Name, Type-Name ist gleich. Also beim Type-Name brauchen wir noch den Namen von Enum. So, was haben wir hier? Span-Format not supported in SWPF-Object. Besser. So, der hat jetzt so einen Key mit Enum Values und das brauchen wir hier als Item Source.
also Item Source Mining, wir binden auf eine Item Source ist gleich, genau, Source ist gleich, wir binden auf eine Static Resource, das kennen wir ja schon, Static Resource, und zwar auf diese hier. So, mal schauen, ob das geht. Oh, gut, Compiling ist jetzt etwas Langsamheit. So, Days, Hours, Minutes, Seconds. Also, er zeigt uns das Enum, die Enum-Werte mal an. Was er nicht so gut anzeigt, ist der Inhalt. Vielleicht ist die Width von 20 doch einen Tick zu schmal. Weil da hat gerade mal so der Buttonplatz und sonst natürlich nichts. So, wir haben jetzt diesen Wert. Jetzt schauen wir noch, ob das Binding in das View-Model entsprechend funktioniert. Am besten einfach im Breakpoint rein. Wenn er ein Setter aufruft, dann sind wir schon ganz happy. Also, wir haben unser Format im Setter ein, im Breakpoint rein. Wunderbar. Und dann gehe ich hier auf Seconds. Ich komme in das Format rein. Das hat Hours und der neue Value ist Seconds. Wunderbar. Also, wir haben jetzt UI so weit gebaut oder adaptiert, dass wir hier das Format aktualisieren können. Wunderbar. Also, dieses Span-Format. Und dieses Span-Format wollen wir jetzt eigentlich hier binden. Wenn wir schon diesen Timespan-Value-Converter-Parameter haben, dann wäre es natürlich nice, wenn wir hier entsprechend binden können. Also, Binding. Wie heißt die Property im View-Model? Format. Binding Format. Ich könnte noch sagen, Mode Two-Way. Beide Richtungen. So, die Spannung steigt. Können wir binden zu Static Resource Eigenschaften oder können wir es nicht? Lässt uns die Binding Engine das zu? A binding cannot be set on property of type bla bla bla. A binding can only be set on a dependency property of a dependency object. Ja, und jetzt kommen wir wieder zum Thema der Dependency Properties und Dependency Objects, denn das ist ja das, was wir auch in den User Controls haben. Also sorry für das lange Intro, dass es so nicht out of the box geht. Wir brauchen hier ein Dependency Property und wir brauchen hier ein Dependency Object. Gut, mal schauen, wie denn das jetzt so funktioniert. Also machen wir aus unserem Parameter jetzt entsprechende Dependency Properties, wie wir es aus dem Video kennen mit den User Controls. Und zwar brauchen wir hier eben die Dependency Properties, eine statische Read-Only Dependency Property. Dependency Property. So, jetzt sind wir in dem Bereich, und zwar das Span Format Property ist ein neues Dependency Property Register. Ist ein neues Dependency, also Register, die statische Methode, aufgerufen. Und zwar, was ist der Name des Properties? Das ist SpanFormat. Dann, was ist der Datentyp, den wir hier haben? Type of SpanFormat. Dann, was ist der Type der Klasse, um die es geht? Ja? GetType. Na, getType geht nicht, getType ja nicht statisch, also Type of Time, Span, Converter, Parameters. Und dann haben wir noch Property Data, die machen wir mal null. So, dieses Dependency Property müssen wir natürlich auch benutzen. Also im Getter haben wir einen Span-Format, den wir zurückgeben, getValue von Span-Format. Property. Und im Setter machen wir nichts anderes als set value von span format property und der value der kommt
So, und jetzt fehlt uns dieses Get und Set. Wir brauchen hier ein Dependency Object. Ja, wir müssen von Dependency Object erben, dadurch bekommen wir das Get und Set. Auch in User Control erbt logischerweise vom Dependency Property. Dependency Object. So gut, jetzt noch müssen wir ein paar Eichhörnchen opfern mit Copy and Paste. Sorry. Ups. Ja, wir haben das Span-Format und jetzt ein Span-Format String Property. Der Type ist jetzt ein String. Und soweit so fertig. Jetzt haben wir auch hier unser Dependency Property. Teil 2 sozusagen. Und natürlich brauchen wir auch hier unser Get-Value und Set-Value. Also, wir haben hier einen String mit Get-Value von Span-Format String Property. Und wir haben ein Set mit Set-Value von Span-Format String Property. Und den Wert, der kommt. So, der Compiler bzw. Runtime hat ja gemeckert, dass wir nur Dependency Properties binden können und nicht ja, einfach normale Getter Setter. Also, jetzt haben wir das mal umgebaut. Unsere Parameter sind jetzt ein Dependency Object. Mal schauen, ob uns die Binding Engine jetzt das zulässt, ob das auch wirklich funktioniert oder ob wir wieder eine auf die Finger bekommen. So, soweit sieht es mal nicht so schlecht aus. Wir haben hier die UI, wir haben hier Hours, Minutes, Days etc. Aber was wir sehen ist, dass er eigentlich überhaupt nichts bindet hier vorne. Ja, wir haben hier gar keinen Wert. So, aber wir können mal schauen, würde eigentlich dieses Ding hier aufrufen? Nein, macht er nicht. Gut, vielleicht bindet er auch überhaupt nicht. Mal schauen. UI Start und Ende, das müsste er ja eigentlich machen. Wir haben hier das Binding, wir haben hier unseren Parameter, wir haben das Binding-Format, wir binden auf Format. Ja, Span-Format, Format, Two-Way. Na gut. Also, wir halten fest. Wir haben hier eben diese Konverterparameter als Objekt sozusagen in den Ressourcen erzeugt. Wir haben einen Timespan, also den Konverter hier in den Ressourcen erzeugt und wir verwenden nun in dieser Textbox den Konverter und wir verwenden zusätzlich diese Parameter, diese Konverterparameter. Und wir können die Eigenschaften hier setzen, also Span Format String können wir setzen, wir können das Span Format hier setzen. Was nicht so gut funktioniert ist, dass wir hier Binding machen. Das heißt, sobald ich hier Hours mache, dann funktioniert das wunderbar. Aber was eben nicht funktioniert, ist, dass wir hier entsprechend binden. Gut, das war so die erste Idee, die man so haben kann, ob denn das so jetzt funktioniert oder vielleicht auch nicht. Jetzt haben wir gesehen, so funktioniert es nicht. Was könnten wir prüfen? Also ich habe jetzt Hours 24, das funktioniert wunderbar. Wenn ich hier die Werte ändere, funktioniert auch, dass er mir umrechnet. Aber ich habe fix die Hours und ich habe es nicht auf die Combo-Box gebunden. So, was könnten wir jetzt testen? Ist das Binding hier falsch oder hier? Funktioniert das Binding in der Combo-Box überhaupt? Das lässt sich ja leicht testen. Ich gehe einfach nur ins View-Model rein. Mache hier einen Breakpoint im Setter. Wir haben hier das Format gebunden und ich sehe, es kommt von Hours auf Seconds. Das funktioniert. Also, so geht es nicht. Warum funktioniert das Binding hier auch nicht? Wir könnten sagen, okay, hier steht Static Resource, Converter Parameter, Static Resource, eine statische Ressource. Und ich würde mal sagen, als Eselsbrücke in einer statischen Ressource will ich keine Parameter binden auf eine nicht statische Ressource, sprich auf das Firmware. Machen wir mal als Eselsbrücke so. Auch wenn es nicht wirklich so stimmt. Aber okay, egal. So, die Frage ist, wenn es hier nicht geht, welche Möglichkeiten haben wir, in einen Konverter Parameter reinzugeben, die schlussendlich auf die eine oder andere Art und Weise zu binden sind, also bindbar sind sozusagen. Gut, und da schauen wir uns jetzt an, nachdem wir in diese Methode mal sozusagen auf die Schnauze gefahren sind. War bewusst, damit wir sehen, wir können es hier als konkrete Werte machen, war auch bewusst, um zu sehen,
welche Gedankengänge das gibt, dass man hier die Objekte so anlegen kann, etc. etc. Ja, und weil man beim Programmieren wie so oft auch mal einen Weg in die falsche Richtung nimmt und dann einfach schauen muss, wie es sonst noch geht. Also, wie kann es gehen? Schauen wir uns jetzt an. So, wir haben jetzt einige Sachen gesehen, die nicht funktionieren. Wir haben gesehen, was funktioniert. Was funktioniert, ist immer so, die statischen Eigenschaften mitzugeben. Was einfach nicht funktionieren will, und ich habe jetzt so manches ausprobiert, weil ich es eigentlich auch nicht glauben konnte, dass es so ist, aber es ist so, dass wir die Parameter ordentlich binden. Also die Parameter wieder mit Data Binding versehen oder den Value Converter einfach mit zusätzlichen bindable Eigenschaften versehen. Das will er nicht, das kann er nicht, das mag er nicht, auch nicht zu Zeiten von .NET 6, weil dieses ganze Value Converter Binding statisch funktioniert und nicht eben, könnten wir mal sagen, statisch funktioniert und nicht am Objekt hängt. Gut, also statisch bei der Initialisierung ist keine Lösung. Die Lösung, die wir jetzt im Endeffekt brauchen oder implementieren können, ist Multibinding, beziehungsweise unter Umständen mit einer Markup-Extension dann, die das Multibinding dann wieder so auflöst, damit es trotzdem funktioniert. Gut, also wir hätten hier einen Time-Span-Value-Converter, also einen Time-Span-Converter, der Value-Converter implementiert. Das könnten wir jetzt weggeben, oder wir könnten ein zusätzliches Interface, ein Multi-Value-Converter implementieren. So, was ist dieses Multi-Value-Converter? Der Multi-Value-Converter ist ein Value-Converter, der nicht nur einen Value, sondern mehrere Values konvertieren kann zur gleichen Zeit. So, und diese Parameter hier, die schaffen wir nicht, dass wir bindbar machen, aber die Werte, die wir hier bekommen, können wir bindbar machen. Und dieses Convert ist vom I-Value-Converter und dieses Convert mit Object Array ist jetzt vom Multi-Value-Converter. Dieses Convert Back ist vom Value Converter, dieses Convert Back, welches ein Object Array liefert und ein Target Types Array bekommt, das ist schlussendlich dieses, die Methode vom Multivalue Converter. Kann man nachschauen, F12 Go to Definition sozusagen. Das sind die beiden Methoden, die jetzt dabei sind. Ja, und jetzt können wir sagen, okay, ich lasse jetzt mal Exception Handling ein bisschen weg. F-Values an der Stelle 0. Und ich sage, das muss sein unser Span-Format. Machen wir es so. Standardmäßig Days und dann machen wir Format. Format ist gleich das hier. Ja, und der Value, den wir eigentlich konvertieren wollen, der da, der Timespan. Ups. Ups, 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 ups. Total verwirrt hier. Das wäre der Timespan. Values an der Stelle 1. Ja. Das Ganze natürlich nur. Naps. Value ist ein Timespan. So, da kann man sich jetzt ein bisschen was überlegen, damit das auch mit beliebigen Reihenfolgen funktioniert. Ich lasse es mal so. Ja, und jetzt haben wir natürlich wieder diese Geschichte mit je nach Format. Mach's mit dem entsprechenden String. Diesen könnten wir jetzt zum Beispiel wieder als Parameter mitgeben, wäre ja okay. Wir könnten jetzt sagen, okay, Format String, String, Format String ist gleich String Parameter. Und dann haben wir wieder im Endeffekt dieses Switch Case so in der Art und Weise, wobei wir hier diesen Format String verwenden. Da der Parameter der direkte Format String ist und wir dieses gebundene Magic Teil hier schlussendlich endlich mal Format hier haben. Also,
die morale Geschichte. Ich habe die Values bei Multiconverter nicht nur eine, sondern mehrere Values, die ich übergeben kann. Ich habe es hier einfach als Array untypisiert, ist nicht besonders schön. Aber ja, was sollen wir machen? Ja, dann holen wir uns die Werte raus und formatieren entsprechend und geben das entsprechend zurück. So, und jetzt schauen wir, dass das diesmal auch hoffentlich wirklich funktionieren wird. So, wir haben unser Main Window, wir haben unseren Timespan Value Converter. Diese Parameter hier lassen wir mal weg hier, den brauchen wir nicht mehr. Wir sagen höchstens, das ist 0.00. Ah, schon wieder eine Klammer zu, irgendwo versabbelt. Weg, brauchen wir nicht mehr, weg, weg. So, nachdem jetzt viel nicht funktioniert hat, ich gebe mal die Textbox hier weg. Ja, wie geht es denn wirklich? Wir brauchen diesen Multi-Converter und dann wollen wir anwenden. Und gut, jetzt haben wir das so gemacht, dass wir das Binding auf das Element gemacht haben und den Converter angegeben haben. Wenn wir einen Multi-Binding haben, dann muss das einen Tick anders ausschauen. Und zwar, wir haben die Textbox. Und sonst haben wir keine Eigenschaften gesetzt außer den Text. Aber der Text ist jetzt nicht so simpel zu setzen. Also WPF hat ja die Möglichkeit oder XAML hat die Möglichkeit, dass wir jede Eigenschaft auch als Subelement angeben, indem wir den Namen des Steuerelements und dann Punkt Eigenschaft machen. Und jetzt können wir hier alles Mögliche wieder reingeben. Wie zum Beispiel wie zum Beispiel das Multi-Binding. Hier gehen wir den Converter an, und zwar den wir schon haben, den Static Resource Timespan Converter. Durch dieses Multibinding weiß er, welchen Mode haben wir, One-Way. Durch dieses Multibinding weiß er, dass er die Multibinding-Funktionen an, also vom Multibinding-Interface die Funktionen verwenden soll. So, und in diesem Multibinding gebe ich jetzt die Bindings an. Und zwar einmal Path auf Format, wir wollen das Format binden, und einmal Binding auf Path Start End Span hat es geheißen, glaube ich. Steht hier. Start End Span. Schwuppdiwupp. Mal kompiliert. So, also dieser Multibinding, diese Reihenfolge, die ich hier habe, also Format und das hier, das ist die Reihenfolge, die wir hier auch beim Converter bekommen. Erst das Format, dann der Timespan. Und wir können jetzt mal anstarten. Und nachschauen, ob das jetzt hoffentlich geht. Nach den Haufen Fehlversuchen wird es endlich mal Zeit, dass auch funktioniert. Wobei Fehlversuch ist relativ. Wenn wir statisch nur brauchen, passt es ja. So, wir haben hier Values, zwei Elemente, einmal Hours und einmal da entsprechend diesen Wert. So, wir sehen hier, das sind 24 Stunden. Und wenn das jetzt endlich mal funktioniert hat, dann kann ich jetzt hier von Hours auf Minutes oder Days umschalten. Minutes, schwuppdiwupp, Values. Minutes, jawohl. Und er schreibt mir hier entsprechend die Minuten auch her. Also Seconds, Days. Und wenn ich hier ein anderes Datum verwende, auch dann funktioniert jetzt schlussendlich das Binding. Also hier wird ein Timespan angezeigt. Der Timespan wird konvertiert über diesen Timespan-Konverter. Und dieser Timespan-Konverter kriegt auf der einen Seite das Format mit, auf der anderen Seite vor allem aber auch eine zweite Eigenschaft neben dem Wert, die gebunden ist, nämlich hier ein Wert aus der Combo-Box, ein Enum. Gut, das zurücklasse ich jetzt mal. Funktioniert im Endeffekt gleich. Wir geben ein Objekt zurück, wir geben hier, welche Typen er gerne hätte, in welcher Reihenfolge. Ja, und dann war es das. Gut, mal schauen. Meine harte Kost. Dieser Multi-Converter ist doch etwas spannender zu bauen erstmal. Vor allem, oder anders gesagt, er ist nicht so naheliegend, wie man glauben würde. Also man versucht erst den Converter irgendwie zu binden und was weiß ich, bis man einmal schaut und sagt, okay, da brauche ich was anderes. Da brauche ich einen Multi-Converter. Was vielleicht auch neu war, ist ein Object-Data-Provider anzugeben. Ich sage, nimm mir von dem Enum, von dem Typ, die Methode getValues und nimm mir alle Ergebnisse. Wo komme ich das her? Von diesem Enum, der Object-Type. Und die Enum-Values ist dann hier der Name dieser Collection sozusagen, dieser Daten, dieser Data-Source. Und dann gebe ich noch Sachen da als Parameter an und kann das auf die Combo-Box binden.
auch eine Möglichkeit. Nun gut, das Video ist viel zu lang geworden. Sorry dafür. Hat auch etwas gedauert, bis es schlussendlich kam. Sorry, Carsten. Aber danke für die spannende Frage. Das, ja, dauert ein bisschen. Gut, ciao. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.